Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandys Happy Place. Ja, wie ihr sehen könnt, geht es heute um eine Osterdekoration und zwar in einem tollen großen Windlichtglas. Angefangen mit meinem großen Hasen und natürlich den kleinen im Glas. Das Glas habe ich zuerst mit Moos ausgelegt und darauf setze ich jetzt noch ein paar Eierschalen. Dann habe ich noch etwas Schleierkraut, was ich jetzt auch noch mit dazu reinlege. Passend dazu natürlich jetzt mein weißer schöner Ast. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich da an nette Deko-Elemente an diesen Ast hängen werde. Damit es nicht so langweilig aussieht, habe ich jetzt noch ein paar braune Äste mit dazu rein ins Glas gesetzt. Jetzt kommen meine süßen neuen Häuschen dazu, die ich jetzt da überall an die Äste hänge. Und natürlich dürfen ein paar kleine Mini-Osterhasen auch nicht fehlen. Natürlich eignen sich solch große Windlichtgläser zu Ostern ganz geschickt. Ob Ostereier, Osterhasen oder jetzt in diesem Fall so kleine Häuschen, da könnt ihr natürlich allerlei dranhängen. So, jetzt habe ich es geschafft und habe alles an die Äste gehängt und jetzt stelle ich hier noch einen Kerzenhalter, den ich als kleine Vase benutze, noch dazu. Den bestücke ich schön mit Fräschen und dann kommt noch etwas Schleierkraut dazu. So, und diese Osterdeko ist jetzt fertig. Ich hoffe sehr, dass euch diese Deko-Idee gefallen hat und würde mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald, eure Sandra.